Freitag gibt es eine weitere Folge von Software Architecture im Stream, diesmal zum Thema API mit Erik Wilde. Erik, willst du kurz zwei Worte über dich sagen? Klar, gerne. Erstmal schönen Dank, dass ich bei dir zu Gast bin. Ich bin bei Xway angestellt. Xway ist eine Softwarefirma. Wir machen vor allen Dingen Software im Bereich APIs, API Management, API Platforms, und ich habe einige Erfahrung in Unternehmen, die in dem Bereich nach Lösungen suchen. Genau, und wir wollen diskutieren, was für Auswirkungen APIs so auf Softwarearchitektur haben. Was sind denn da so ein paar Stichworte, über die wir dann wahrscheinlich reden werden? Ein wichtiger Punkt als Beispiel vielleicht ist der Trend, dass Unternehmen, vor allen Dingen recht große Unternehmen dieser Tage, versuchen, APIs ein bisschen als digitale Bausteine aufzubauen. Also sagen, ich möchte mehr und mehr API-basierte Dienste haben, aus denen ich dann neue Dienste aufbauen kann und so weiter. Und je größer das Unternehmen ist, desto komplizierter kann das natürlich auch werden, damit man diese Bausteine wiederverwendbar macht, dass auch jeder weiß, welche es gibt. Und da ranken sich dann eigentlich viele Themen drum, wo wir, glaube ich, einige Zeit haben werden, zu diskutieren. Genau, und eigentlich also ganz klassische Softwarearchitektur-Themen, also wie bauen wir Schnittstellen, wie kriegen wir es hin, dass wir Sachen eben tatsächlich wiederverwenden können und so weiter und so weiter. Ich freue mich auf den Termin. Es würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Fragen und Diskussionen gibt es halt wie immer sehr gerne im Chat. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann am Freitag um 12 Uhr sehen. Bis dahin.